Die Weltfarm Suco. In dieser unscheinbaren Halle verbirgt sich zunächst einmal ein kleiner gemütlicher Hofladen mit Kaffee. Neben leckeren selbstgemachten Torten fällt etwas Ungewöhnliches sofort ins Auge. Filets vom afrikanischen Wels. Wie es möglich ist, dass diese hier kurz vor Schwerin und sehr weit weg vom Okavango-Delta angeboten werden können, da kommt die unscheinbare Halle ins Spiel. Geschäftsführer Kai Solterberg weiß, worauf es bei der Aufzucht ankommt. Also beim afrikanischen Wels ist ganz klar die Temperatur. Wir fahren eine Wasser- und Lufttemperatur von 28 bis 29 Grad und er liebt eben einen niedrigen pH-Wert, sodass wir bei uns in der Anlage komplett ohne Medikamente, Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel und Antibiotika auskommen. Das ist im Endeffekt ganz entscheidend. Das ist im Endeffekt die Hygiene ist soweit, das ist das A und O. Hier in der Halle ist im Endeffekt das Licht, was Sie jetzt sehen, das helle Licht nur morgens für Reinigungsarbeiten und die tägliche Kontrolle. Sonst ist die Halle fast bis auf eine Notbeleuchtung dunkel, damit der Fisch sich besonders wohlfühlt. 24.000 der gerade einmal 12 Gramm schweren sogenannten Setzlinge kommen alle 4 Wochen nach Suco. Nach etwa 8 Wochen werden die nun 300 Gramm schweren Fische in die Mastbecken umgesetzt, wo sie nach insgesamt 5 Monaten das Schlachtgewicht von 1,6 Kilogramm erreichen. Die Filets sind bei Feinschmeckern im ganzen Land gefragt. Sie schätzen die besonderen Qualitäten des Welsfleisches. Der Fisch zeichnet sich dadurch aus, dass er ein völlig grätenfreies Filet hat. Ein rötliches, festes Fleisch, unheimlich reich an Omega-3-Fettsäuren ist und einen sehr niedrigen Fettgehalt hat. Sich im Endeffekt also zum Braten und Grillen gleicherweise eignet. Natürlich gibt es den Fisch nicht nur als Filet. Bereits vor Ort werden einige mariniert oder zu anderen Produkten verarbeitet. Es werden auch Schaschlikspieße, Buletten und demnächst sogar Welsbratwürste angeboten. Diese Vielseitigkeit ist durch den besonders milden Eigengeschmack möglich. Die Filets, die bieten wir in Naturform an oder auch mariniert. Das Marinierte wird sehr gerne für den Grill genommen oder für die Pfanne. Einfach in die Pfanne schmeißen, rechts, links braten wie ein Schnitzel. Und das Naturbelassene wird sauer eingelegt gerne. Oder wenn Sie die Massen gerne kaufen und nicht gerne öfters mal langkommen wollen, dann einfach zum Einfrieren, weil das Marinierte nicht dafür geeignet ist. Weitere Rezeptideen erhalten die Kunden natürlich auch direkt vor Ort. Nebenbei bietet es sich an, durch die anderen regionalen Köstlichkeiten wie Landhonig und Sanddornprodukte zu stöbern. Geöffnet ist das Café von Donnerstag bis Sonntag jeweils 10 bis 17 Uhr.